Wir haben hier den ersten Süchtigen, der von uns kommt. Sein Dratini gespawnt. Wie immer ist Timmy sehr ineffizient. Oh mein Gott, so ein Bullshit. Oh mein Gott, das ist noch gar nicht da. Oh mein Gott. Wo ist es denn? Bei welchem Stop? Bürger im Äußeren. Ja, okay. Geh noch ein bisschen. Ist ja, okay, komm. Da ist es. Das ist ganz aus. 295. Ist aber ernst schlecht. Kein Risiko. Bero und Hyperball. Und die Bomben sind safe. Ja, das ist. Hier haben wir den zweiten Süchtigen, der zu uns gestoßen ist. Es geht ab, Mann. Wo war's denn, Mann? Ja, Kreise drehen. Ja, dann dachte ich, irgendwas krasses verpasst. Nein. Und wo? Saftiges Fragment für Dimi. Schauen wir mal, ob er es bekommt. Oh mein Gott, ich muss direkt Superball machen. Yes, ich hab's. Schauen wir mal die Force an. Ja. Oh mein Gott, keine großen Fortschritte. Ich dachte, jetzt kommt allein der Moment. Aber echt richtig unspannend hat das gemacht, er hat es einfach gefangen. Keine großen Fortschritte, tot waren. Ich brauch zum Push. Ich hab schon voll. Aber egal. Bonbon. Der ist schon mächtig. Ja? Okay, meiner hat nur 150. Meiner hat 90, 99. Oh mein Gott, der gibt einen Karate-Schlag ins Gesicht. Das zweite Dratini. Der Rest der Jungs verpasst es wieder. Ich habe nur eins mal. Er hat diesmal zum Glück. Ja, das erste habe ich verpasst. Jedes Mal, wenn einer kommt, kommt ein neues Dratini. Schon geil. Hat's gut die Faust. Hab ich gar nicht geguckt. 546, Schuss. Nein, gut die Faust hat's nicht. Der nächste Süchtige, der zu uns stoßt und die Runde erweitert. Bares ist auch schon da. Wo ist denn der? Ich hab den auf der anderen Seite gesehen. Was geht ab, Mann? Du hast Dratini verpasst. Gefangen bis jetzt. Ist hier ein Pokégon gespawnt. Ich bin mit einem gegangen, also ein paar Kilometer umsonst. Madike. Oh, 11338. Das schaut nicht schlecht aus. Dimi, du bist schon Level 30. Nee, aber heute schaffe ich. Also hast du es nicht in zwei Tagen geschafft? Nein, hat er nicht, Mann. Der schafft es auch heute nicht, Mann. Natürlich schaffe ich es heute. Okay, ich glaube, ich entwickle jetzt meinen Carpador, Mann. Virginia Bordeaux-Platz. Der letzte ist jetzt gleich hier. Ja, er ist hier. Oh, ich hab so einen super saftigen Tag. Der letzte der Runde. Servus, Jungs. Servus, Loris. Klar? Servus, Dimi. Servus, Tat. Feuer oder dem Drachenpuls, Mann. Feuer oder dem Drachenpuls. Wie geht's dir, Alter? Richtig scheiße, Alter. Wie lief PN? Ich war eine Stunde dort, ein Pikachu. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich habe extra gewartet, ich dachte, es kommt das eine Welle. Das kann sein, ja. Ist das Nest nicht so... Also, das kann immer sein, wenn das dann... Ja, aber die Zeiten sind unterschiedlich. Aber ich dachte, geht zusammen. Er hat irgendwas Zeit verschoben und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock. Wir haben von Tatis Köln gehört, dass hier irgendwo Dratini sein soll. Das wird uns aber trotzdem nicht abhalten, die zu zerstören. Und jetzt wird gelaufen. Das ist so geiler!
Morgen ist der krasseste, Alter. Okay, ich hab's. Verrückte Action, jeder ist gerannt. Ich hab Tati noch nie rennen sehen. Oh, ein richtiger du Mario. Doch, du bist doch ein bisschen Action für dich, Ding, oder nicht? Ja, geh mal. Okay, jawohl. Warte, ich dachte, du hast keinen Bock mehr auf das Spiel. Ohne Dragoran-Gedächtnis. Okay, gleich gefangen. Ich bin stolz. Wieder 6 Bonbons. Vielleicht wären es 8. Nee, der ist schlecht. Ja, 8 Bonbons. Und tschüss. Sehr geil. Egal, es sind noch 2 Sterne, du nimmst auch noch mit. Wir sehen hier vor uns Bargisch. Ich hatte mich vorhin erst vor ihm verabschiedet. Ich dachte, ich sehe ihn erst 2017 wieder. Auf einmal ist er wieder da. Man weiß nicht, was mit ihm ist. Er hat doch eine gute Begründung. Sag die ruhig. Ja, sag. Morgen kann ich gar nicht spielen. Und heute ist Doppelbonbon, letzter Tag für mich sozusagen. Ihr habt noch morgen. Das heißt, ich muss sie jetzt heute schlüpfen lassen. Oder halt gar nicht mehr. Jetzt hast du wieder ausgemacht. Hast du recht? Läuft der? An. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fünfst du hin? Ein Dratini. Wir waren gerade mitten in der Schlange. Richtig leiden, während wir warten mussten, aber. Ja, Mann, dann sind wir in der Kasse. Sie macht noch alle Münzrollen auf. Ja, Mann. Sie hat auch noch so einen Fehler gemacht. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es fällt noch rein. Alles für Dratini, Mann. Und das lustige Badisch, er so, ich laufe dahinter, ich mache mein Ding aus, auf einmal kommt Dratini. Ich stehe da nur. Oh mein Gott. Aber es ist schlecht, egal, kannst du gleich weiter stecken. Ist es schlecht? Wieder 8 Bonbons. Ich muss ihn erstmal kriegen, Mann. Wieder 8 Bonbons, fertig, oder? Wie viel hat er bei dir? Ich mein Gott, wofür bist du hin, Tati? Ja, ich hab keine Ahnung, Mann. Nimm mal zu, Alter. Ich übernehme wieder die Kontrolle. Ja, besser ist es. Lass mir doch mal alle in Ruhe. Ihr wollt doch eh alle aufhören, Mann. Was laberst du, Mann? Ihr wollt doch alle aufhören. Leider nicht, Tati. Also, man munkelt auf der Straße, hungert auf, wenn er sein Relax hat. Oh mein Gott. Jetzt wird doch. Er hat selber gesagt, Mann. Ich brauch endlich mal was Gescheites. Also, ich hoffe mal, dass die drei Besten wären halt für mich Lapras, Dratini, Relaxo. Was ich noch akzeptieren würde, Nocchan, Kikli, Aerodactyl und Evoli. Aber alles andere wäre tot. Du hast sogar Inkubator drauf, gell? Das heißt, so Rosana wäre richtig leiden. Ja, Mann. Das wäre echt tot. Ja, was ist jetzt, Mann? Wieso? Ja, bleib mal kurz stehen und dann lass es laden. Da vorne, wo Licht ist. Okay, es ladet gerade. Okay, passiert nichts. Ja, geh einfach. Und wenn es kommt, dann drück nicht. Ja. Okay. Vielleicht schlüpft ja meiner hier vor deinem hier, Mann. Wir sind schon entlang heute hier, Mann. Nix ist das hier. Das kannst du mal erfahren. Was willst du? Echt, Mann? Ganz normaler Fahrtag für die Guck mal, er hat ein bisschen nicht zu essen, er leidet Oh mein Gott, es ist soweit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Jungs. Das erste 10 km. Zeig sein Gesicht dann auch immer. Nein, bitte nicht, Mann. Besser als Nein, bitte nicht, nach Mann. Dem Öffnen. Okay, kommt's. Oh mein Gott. Ich glaube, Relaxo. Oh mein Gott, Mann. Oh mein saftig. Gott. Oh mein Gott, wie viel Bonbons? Richtig saftig. 55 Bonbons, Mann. Ah, shit, das ist kein Drachenpuls. Egal. Oh mein Gott. Schauen wir uns die Faust an. Eisstrahl der Blizzard-Welt Endzart. Erstaunliches Exemplar, KP-Wert, Angriff. Es ist gut auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es ist gut. Sag mal, Eis oder im End. Oi, da wär's Eisstrahl wenigstens. Egal. Okay, das erste war krass. 55 Bonbons. Ich bin sehr zufrieden. Schauen wir uns gleich das zweite an. Okay, er hat Bildschirm angesabbert. Vor Freude. Okay, schauen wir uns das zweite an. Das zweite haben wir schon spekuliert, dass es tot sein wird. Nein, Kikli oder Nocchan. Elektrik. Oh mein Gott, egal. Bonbons? Okay, 59 Bonbons. Fußkick und Donnerschlag. Alter, endskrank. Was ist das? Elektrik. Noch ein Dratini hier. Richtig saftig heute. Das ist mein drittes jetzt. Nee, mein viertes. Mein fünftes ist es heute. Oh mein Gott, dann hast du ja schon 40 Bonbons, Mann.
Oh mein Gott, mein Daumen ist zu schnell. Badisch, er geht so, er, ich sag so, warte halt. Er so, nein. Ja, aber ich musste laufen. Schade, Mann. Ich schwör's dir, ich kalkuliere gerade mein Ober aus, gell? Er so, ich sag dann so, Badisch, warte auf die anderen. Er so, nein, ich geh jetzt. Schaut er mich so an. Wieso sollte ich warten? Was bringt das? Ganz ehrlich, Badisch, was soll das? Dann geh ich gerade wieder in die Spiele. Das ist gerade nur Eifersucht gerade. Auf einmal spawnt gerade zu der Dratini. Sagen wir, es wäre nicht dort. Ich habe euch gleich die Information gegeben, dass es nicht am Bodo-Platz ist. Ist doch. Wir haben gerade ein saftiges Enten gefangen. Ich kenne mich mit IVs nicht so aus. Erzähl mal, Tati. Er hat auf jeden Fall Minimum 82%. Seine KP-Werte sind auf 15. Das heißt, er dürfte 84 bis 89 haben, je nachdem, was für Angriff oder Verteidigungswert noch ist. Hat 911 WP. Bis jetzt, glaube ich, der stärkste. Ich glaube, der ist auf Level 30 oder so. Echt safe. Der wird safe über 2000. Richtig heftiges Teil. Bin ich mal gespannt. Hong will es jetzt entwickeln. Okay, ja. Wir werden gleich sehen. Also man nennt mich auch Hong der Assassin. Weil ich immer Gameplay machen muss. Ich wusste gar nicht, dass das so krass ist, aber anscheinend bin ich doch ein krasser Kämpfer. Und wir nennen ihn auch noch Hong, den Enteron-Anführer. Ja, ja, weil der hat eine Enteron-Armee. Weil ich kämpfe immer mit meinen Enterons. Hier könnt ihr ein paar sehen. Das sind meine Hauptfiguren. Es sind keine Überkiller, aber ein bisschen. Oh mein Gott, der war echt 50 Mann. Und das ist jetzt der Saftige, den wir gerade gefunden haben. Er wird der General, der Anführer, Mann. Enton. Enteron Agent 17, Mann. Dass sie noch Aquaknarr-Hydropumpe haben, dann zu heftig. Ich brauche vielleicht sogar Eisstrahl öfters. Oh mein Gott, perfekt. Was hat der? Wassergun. Aquaknarr-Eisstrahl. Eisstrahl. Wie viel? 1,9. Oh, okay, echt heftig. Echt heftig. Tati hat wieder mal ein 10 Kilometer Ei. Nichts Besonderes. Darf ich für dich drücken? Nein. Warum nicht? Jetzt kriegst du was Schlechtes, weil du mich nicht gedrückt hast. Und dann krieg ich was Schlechtes. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich hätte mich über sowas gefreut. Man. Ich hätte mich echt über gefreut. Zertrümmende Steinkante. Passt eigentlich, oder? Und du kannst das mit Pokémon Go einfach so. Noch ein Dratini. Das war nicht stark, das hat nur 7 und 6 oder sogar. Das ist das Letzte. Dann kann ich zwei jetzt auch machen, zwei Dragons. Aber einer reicht, Mann. Nee. Einer reicht und dann pushen. Nein, ich brauch zwei, Mann. Warum denn? Zum Kämpfen. Aber wenn du als einen mit guten Attacken hast, dann kannst du den pushen, dann wird er noch krasser. Da kann er alleine eine halbe Armee. Nee, ich brauch zwei. Wir sind vom Bordeaux-Platz weg jetzt. Überraschende Arena-Tour mit Tati. Jetzt, wo er ein krasses Dragon hat, ist er mit dabei. Oh mein Gott. Jetzt, wo ich krasse Pokémon habe, bin ich dabei, Mann. Oh mein Gott. Es war der letzte Tag vom Event, beziehungsweise vorletzte. Morgen weiß man nicht genau, ob der noch zählt. Ja. Aber wir ich können. Denke schon. Ich denke auch, aber wir können uns eh nicht alle wahrscheinlich treffen. Ja. Beziehungsweise Bargisch hat eh aufgehört. Okay, hey. Shoutout an Bargisch. Ja. Wie war das Event so für euch, Jungs? Also richtig nice, Mann. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so effektiv ist. Ich habe jetzt in der Zeit habe ich sogar ein, zwei Level geschafft. Ein bis zwei. Ich glaube sogar zwei. Von was auf was? Ich war eigentlich 29, dann 30. Jetzt bin ich 31 und ich schaffe sogar 32 jetzt. Also mit den ganzen Nebulak-Zeugs und was ich alles gesammelt habe und auch. So, und ich habe auch gemerkt, dass viele Leute gespielt haben. Es haben endlich viele Leute gespielt. Ja, Bordeaux-Platz war immer voll, immer Module an, weil die wollten alles, die wollten alles ausnutzen. War echt cool. Es waren schon echt viele Halloween-Pokémons, sind gespawnt überall in ganz München. Das war dann schon teilweise dann jetzt zum Schluss dann schon nervig. Aber mein Gott, das ist okay. Ja, aber ich fand es eigentlich recht cool mit den 8 Bonbons, beziehungsweise 6 Bonbons plus 2, wenn man verschickt, also doppelte Bonbons, auch mit dem Buddy und so, wird richtig genial. Also echt mal was Gutes von Niantic, muss ich ehrlich sagen. Echt Daumen hoch. Was und bist du so die ganze Zeit gegangen? Ich bin erst gegangen mit ein bisschen Dratini. Dann habe ich aus dem 10 Kilometer einen Dratini bekommen, dann habe ich gleich doppelte Bonbons bekommen. Dann habe ich gleich aufgehört mit Dratini zu gehen, weil hat sich nicht mehr gelohnt, oder?
Dann bin ich mit Slimer ein bisschen, also mit Slimer ein bisschen gegangen, um ein bisschen Bonbons zu sammeln, weil der auch echt selten ist. Und dann bin ich mit, wollte ich mit Pummeluff laufen, aber Pummeluff habe ich dann auch nicht mehr gebraucht. Und jetzt halt einfach nur noch mit Lapras. Ja. Und jetzt mit Lapras habe ich halt auch ganz viele Bonbons gesammelt, um den einfach halt zu pushen. Ja. Das war halt schon echt sehr, 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 sehr wichtig, sehr, sehr gut. Ja. Cool. Aussichten für die Zukunft, denkst du, da kommt noch mehr? Ich denke, dass Niantic auf jeden Fall jetzt in der Richtung vieles macht oder auch vielleicht andere Sachen macht. Ich tippe ja jetzt auf Weihnachten oder viele tippen auf Weihnachtsspecial. Viele tippen auf Weihnachtsspecial oder Adventskalender. In Sachen, genau, Adventskalender vielleicht in der Richtung oder sowas. Ja, so Tagesaufgaben wie vom 1. bis zum 24. oder irgendwas, keine Ahnung. Und wenn die halt so weitermachen, wird es auf jeden Fall, wird dieses Ding nie aussterben, das Spiel. Und ich denke, das wird auf jeden Fall so kommen. Finde ich geil. Die Fantasy-Event geil, genauso fand ich's. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr es fandet. Also, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Ich bin Level 32 gekommen, bin mit Slimer gegangen, Porygon, Chanera fertig, sogar noch mit ein paar anderen. Hab die Geistmedaille und die Bodenmedaille, alles easy locker. Und ihr habt es gerade gesehen, wir haben echt viele Dratinis gefangen. Theoretisch könnte ich mir jetzt zwei machen, aber ich mache mir erstmal einen. Das wird mein erstes Dragogan jetzt. Also Dragonier habe ich schon. Aber mein erstes Dragogan und dann könnte ich noch einen zweiten machen, aber schauen wir mal. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet, wo wir als nächstes jetzt hingehen sollen. Und natürlich checkt alle unsere anderen Videos ab. Das ist mein erstes Dragogan. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.